Sie kommen aus Lingen, Melle oder Seelze und haben ein gemeinsames Ziel, sich aktiv in die Politik einzubringen. Insgesamt 443 Frauen nehmen am niedersächsischen Mentoring-Programm Frau macht Demokratie teil. So viele wie noch nie zuvor. Den Startschuss dafür hat Niedersachsens Gleichstellungsministerin Carola Reimann persönlich in Hannover gegeben. Das Mentoring-Programm soll Frauen ermuntern, kommunalpolitische Mandate zu ergreifen. Wir haben viel zu wenig Frauen in den Kommunalparlamenten, in allen Parlamenten. Parlamente sind die Orte gesellschaftlicher und politischer Willensbildung und da gehören Frauen dazu. Denn mit nur 31% bzw. 28% sind Frauen im Bundestag und auch bei uns im Landtag deutlich unterrepräsentiert. In den Kommunalparlamenten sieht es mit 24% nicht besser aus. Das Mentoring-Programm unterstützt Frauen, die sich politisch engagieren wollen. Warum das so wichtig ist, das haben wir uns vor Ort mal genauer angeschaut. Das Mentoring-Programm ist so wichtig, weil wir durch dieses Mentoring-Programm einfach ganz viele Frauen in die Politik bekommen können. Frauen einen Grundstein bekommen, was in der Politik passiert. Ich würde es jeder Frau empfehlen und ich hoffe natürlich auch, dass wenn die Frauen das gemacht haben oder wenn die das Mentoring-Programm durchlebt haben, einfach auch sagen, okay, jetzt kann ich in die Politik gehen. Das Programm kommt gut an. Bei Frauen und bei Männern. Denn es setzt auf die Erfahrungen und das Wissen von Politikerinnen und Politikern aus ganz Niedersachsen. Denn ich selbst weiß das, was es bedeutet, wenn man keine Begleitung hat, wenn man sich allein durchwuseln muss, um zu finden, wie komme ich denn auf eine Liste, was passiert denn da, wo finde ich die Unterstützung, welche Kriterien gibt es dazu. Und da ist es ganz wichtig, einfach dann in meiner Rolle als Mentorin, die Mentees zu begleiten, um ihnen auch deutlich zu machen, welche Chancen der Information sie haben, welche Chancen der Mitwirkung sie haben, wie es funktioniert, dass Listen aufgestellt werden, denn das ist, glaube ich, immer das große Geheimnis und da kann ich einiges an Erfahrungen mitbringen oder bringe ich mit und kann das letztendlich dann auch weitergeben. Man kann dabei unterstützen, indem man sein Erfahrungswissen weitergibt, indem man so die ersten Schritte mit begleitet, vielleicht mal den einen oder anderen Tipp nimmt, auch mal eine Angst nimmt und dafür sorgt, dass in einer doch immer noch sehr männlich dominierten kommunalen Struktur Frauen sich wohlfühlen, indem sie jemanden haben, den sie Fragen ansprechen können und zu dem sie auch ein persönliches Verhältnis aufbauen können. Ein Jahr lang dürfen die Nachwuchspolitikerinnen ihrer Mentorin oder ihrem Mentor über die Schulter schauen und dabei lernen, wie Politik im Alltagsgeschäft funktioniert. Ich muss, wenn ich Menti bin, klar formulieren, was sind denn meine Erwartungshaltungen? In welche Richtung möchte ich mich denn informieren? Und wo habe ich für mich noch den größten Informationsbedarf? Denn es ist machtvoll, klar zu wissen, was möchte ich, klar zu sagen, da möchte ich strukturieren. Und klar auch zu formulieren, das sind meine Ansprüche. Das Ziel besteht darin, dass möglichst viele Frauen bei der nächsten Kommunalwahl im Herbst 2021 einen Platz auf der Liste ihrer Partei erhalten. Und nicht nur das. Ich hoffe sehr, dass der Durchlauf dazu führt, dass wir viele Frauen gewinnen können und das haben wir jetzt schon und dass wir viele Frauen auf aussichtsreichen Listenplätzen dann auch haben werden, die bei der nächsten Kommunalwahl in Niedersachsen zur Wahl stehen und dann auch erfolgreich sich durchsetzen werden. Frauen sollen nachhaltig in der Politik mitmischen, anpacken, sich durchsetzen. Denn gemischte Teams sind erwiesenermaßen erfolgreicher als solche, die es eben nicht sind.